Ihr habt einen Abend, ein Wochenende oder vielleicht sogar einen ganzen Urlaub Zeit, um ein Spiel zu zocken, wisst aber nicht welches, dann ist dieses Video genau das Richtige für euch. Moin, moin, moin! Was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu dieser exquisiten Auswahl an Videospielen, die von mir fein säuberlich aufgelistet werden, entsprechend ihrer Spielzeit. Ob nun eine Stunde, 10 Stunden oder gar 100 Stunden, ich habe für jedes Zeitfenster heute das passende Spiel. Alle haben dabei natürlich das Jansel-Qualitätssiegel und die hier angezeigten Spielzeitdauern sind nicht einfach nur aus dem Internet geklaut, sondern basieren auf meinen persönlichen Spieldurchläufen, Savegame-Daten und Konsolenstatistiken. So, dass ihr vielleicht ein wenig genauer einschätzen könnt, welches Spiel zu eurer Zeit passt. Apropos Zeit, ab geht's. Eine Stunde. Sayonara Wild Hearts. Dieser wilde, stilisierte und sehr kurzweilige Motorradritt ist wohl mehr als Erlebnis denn als Videospiel zu bezeichnen, aber genau das ist auch der Sinn dieses Spiels, denn es ist quasi ein spielbares Musikalbum. Der Hauptaugenmerk in Sayonara Wild Hearts liegt darin, arcadiges Gameplay mit einem coolen Musikkonzeptalbum zu verbinden und das Ganze spielerisch zu visualisieren. Hierbei rast ihr also durch unterschiedlichste Szenerien mit unterschiedlichsten Gameplay-Elementen und das Ganze stets begleitet von einer echt geilen, poppigen Musikuntermalung. Und mit seiner Spielzeit von gut einer Stunde, wahrscheinlich mehr eine Stunde 10, seid ihr halt auch relativ zügig damit durch. Und ich denke, wenn man halt nicht so viel Zeit hat und trotzdem ein komplettes Spiel durchspielen will, dann ist Sayonara Wild Hearts eine recht gute Wahl. 2 Stunden, Abzu. Wenn ihr doppelt so viel Zeit habt und vielleicht das Ganze ein wenig ruhiger angehen wollt, dann empfehle ich euch dieses tolle Explorationsabenteuer von Giant Squid. Hier erlebt ihr als Taucher ganz ruhig und melancholisch die Faszination der Unterwasserwelt. Ihr erkundet die Umgebung, löst kleine Rätsel, trefft immer wieder auf atemberaubende Geschöpfe und lasst euch vom Flow und der faszinierenden, aber teilweise auch so mysteriösen Welt aufsaugen. Spielerisch vielleicht jetzt nicht so anspruchsvoll, aber wer sich mal seicht in Spielfilmlänge berieseln lassen will, der macht hiermit sicherlich nichts falsch. 3 Stunden, Gris. Dieser kleine, melancholische Plattformer von einem spanischen Studio begeistert nicht nur durch seine schöne Aquarelloptik, sondern vor allen Dingen auch durch seine wunderschöne Musik, seine spaßigen Rätsel und durch seine Message. Die müsst ihr euch zwar selbst erschließen, aber wer Spiele wie Limbo oder Little Nightmares mag, der wird auch viel Spaß mit Gris haben. Für mich eines der besten Indie-Spiele der letzten Jahre und mit einer Spieldauer von knapp 3 Stunden ein wunderbares Spielerlebnis für einen langen oder 2 kurze Abende. 4 Stunden. Panzer Dragoon Orta. Wir brauchen natürlich irgendwie auch ein paar Klassiker und Panzer Dragoon Orta ist für mich einer der besten, wenn nicht der beste Rail-Shooter überhaupt. Auf einem Drachen schwebend oder teilweise auch laufend, segelt und rennt ihr durch viele unterschiedliche und wahnsinnig geil aussehende Level und ballert in 3 unterschiedlichen Haltungen auf viele, viele unterschiedliche Gegner und Bosse. Dabei ist es immer wichtig, für jede Situation und für jeden Gegner die richtige Schussart oder Ausrichtung eures Drachens zu wählen, so dass das Ganze sich nicht nur sehr actionreich, sondern vor allen Dingen auch sehr taktisch spielt. Außerdem könnt ihr das Ganze im Abwärtskompatibilitätsmodus in 4K auf der Xbox Series X genießen. Und wenn ihr das Ganze nach 4 Stunden beendet habt, schaltet ihr sogar das Original Panzer Lagoon vom Saturn frei und könnt so nochmal eine Stunde dranhängen und das auch noch durchspielen. Auf jeden Fall ein geiles Game. Panzer Lagoon Orta. 4-6 Stunden. Call of Duty Black Ops Cold War. Ja, ich mag meine Call of Duty-Kampagnen. Die sind halt schön schnell und flutschig und meistens sehr cool. Und wie gesagt, an 2-3 Abenden kann man sehr gut eine Kampagne durchzocken. Und meine Empfehlung für dieses Video ist halt die aus dem Jahr 2020. Nicht nur, dass sie mit seinem Cold War-Setting eine sehr spezielle Ära aufzeichnet, die man so in Videospielen nur selten sieht, sondern auch sehr abwechslungsreiches Gameplay von Schleich über Infiltrationsmissionen bis hin zum typischen Geballer. Und es bietet vor allen Dingen dank seiner DualSense-Unterstützung auf der PS5 immersiv nochmal ein richtig geiles Erlebnis. Ich liebe adaptive Trigger in First-Person-Shooter und Call of Duty Black Ops Cold War war das erste Spiel, in dem ich das so richtig ausführlich und richtig gut erlebt habe. Und über sein Gunplay und seine Inszenierung brauchen wir ja sowieso nicht reden. Das ist einfach Blockbuster-Popcorn-Action mit einem richtig geilen Ende
Einfach ein richtig guter First-Person-Shooter und nach 5,5 Stunden seid ihr durch. Schönes Ding fürs Wochenende. 6 bis 8 Stunden. Warhammer 40k Space Marine. Da demnächst ja der zweite Teil in den Startlöchern steht, dachte ich, Leute, schaut euch doch nochmal den ersten Teil an. Denn dieses PlayStation 3 Xbox 360 Actionspiel ist wirklich unterschätzt, zumindest meiner Meinung nach. Nicht nur, dass ihr hier ein brachiales Third-Person-Action-Spektakel im Warhammer-Universum erlebt, mit den typischen Knarren, dem Bolter und so weiter, dem Kettensägenmesser und auch dem Jetpack, sondern auch seine Story hat mir damals extrem gut gefallen, wo es so ein bisschen um die Ehre der Space Marines geht und das Ganze endet dann auch noch irgendwie recht offen bzw. in einer Art Cliffhanger, sodass man sich hier in knapp 7,5 Stunden wunderbar auf das vorbereiten kann, was demnächst in Teil 2 folgt. Ein richtig geiler Action-Geheimtipp, unfassbar blutig. Ja, Warhammer 40k Space Marine. Geil. 8 bis 10 Stunden. Spec Ops The Line. Nicht weniger actionreich, aber doch wesentlich anspruchsvoller geht es weiter mit diesem Kult-Actionspiel aus Deutschland. Im bester Third-Person-Shooter-Manier erlebt ihr hier die Grauen des Krieges, angelehnt an den Roman Herz der Finsternis, auf dem auch Apocalypse Now basiert, in einem Wüstenszenario in Dubai. Und wie das Spiel diese Kriegsgeschehnisse darstellt und euch als Spieler immer wieder den Spiegel vorhält, hat mich damals wirklich beeindruckt. Gameplay-technisch erlebt ihr hier, abseits der coolen Sandmechaniken, jetzt nichts, was man nicht auch in anderen Spielen dieser Art kennt. Aber wie gesagt, narrativ ist dieses Spiel wirklich, wirklich besonders und leider so ein wenig in Vergessenheit geraten. Ich kann euch daher nur empfehlen, Spec Ops The Line einmal zu zocken. Steam sagt, es dauert ungefähr 10 Stunden. Und ich finde, videospieltechnisch kann man diese Zeit kaum besser verbringen. Absolutes Kultspiel. 10 bis 12 Stunden. Resident Evil 7 Biohazard. Nicht nur für Capcom, sondern auch im Resident Evil Franchise ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Denn dieses Survival-Horror-Meisterwerk versetzte das Resident Evil Franchise in die Ego-Perspektive und das funktionierte einfach nur grandios. Dunkel, düster, spannend und unglaublich furchteinflößend durchwandert ihr hier als Ethan Winter eine alte Villa und versucht dem Geheimnis um eure totgeglaubte Frau auf den Grund zu gehen. Atmosphärisch sicherlich eins der krassesten Horrorspiele der letzten Jahre, vor allen Dingen wenn man das Ganze dann auch noch in VR spielen will. Und das Gameplay orientiert sich dabei wieder an die alten Stärken des Franchises mit tollen Puzzeln, Item- und Ressourcenmanagement und knackigen und spannenden Kämpfen, sodass dieses Spiel nicht nur das Franchise neu belebte, sondern für mich auch eins der besten Horrorspiele überhaupt ist. Und mit 11 Stunden seid ihr dabei. 12 bis 15 Stunden. Life is Strange. Gerade weil es ja hier auch um Zeit geht, ist Life is Strange irgendwie eine perfekte Wahl für dieses Video. Zum einen ist dieses Spiel nicht nur aufgegliedert in kleinen Episoden, die so um die 2,5 Stunden geht, sodass sich dieses Spiel wunderbar an mehreren Abenden zocken lässt. Zum anderen geht dieses Spiel aber halt selbst auch um Zeit bzw. Zeitreise. Denn in Life is Strange spielt ihr Max, eine junge Fotografiestudentin, die Zeit manipulieren kann und so einen Mord erlebt und ihn dadurch auch verhindert. Hieraus entspinnt sich dann die spannende Prämisse, was zu tun mit einem Mörder, der den Mord eigentlich noch gar nicht oder gar nicht getan hat. Das Ganze kombiniert mit einer Art Coming-of-Age-Story, toller Musik, Rätseln und Zeitreisemechaniken führt zu einem der besten Adventure-Spielen der letzten Jahre, das ihr entsprechend der 5 Episoden wunderbar an 5 Abenden in insgesamt so 13 Stunden durchzocken könnt. 15 bis 20 Stunden. Rise of the Tomb Raider. Was ein geiles Action-Adventure. Und nachdem der Vorgänger sich noch so ein wenig finden musste und Lara Croft auch erst in ihre Rolle als Massenmörderin reinwachsen musste, wirkt der zweite Teil der Reboot-Trilogie irgendwie viel ausgefeilter und runder. Das Setting war abwechslungsreicher und das Ganze ging so in eine Art Semi-Open-World auf. Lara selbst war wesentlich selbstbewusster und dadurch wirkte das Ganze nicht mehr so weinerlich und auch das Gameplay selbst wurde an den richtigen Stellen aufgebessert und mit sinnvollen Neuerungen ergänzt. So kraxelt und klettert, schlittert, stirbt, ballert und springt ihr euch durch ein richtig toll inszeniertes Actionabenteuer, das mit einer Spielzeit von gut 17 Stunden auch einiges an Fleisch auf dem Kasten hat. Ey, und ich meine, Lara Croft bzw. Tomb Raider geht immer. Also, Rise of the Tomb Raider. Geiles Game. 20 bis 25 Stunden. Astral Chain. Wir brauchen natürlich auch ein bisschen was für die Nintendo Switch. Und wenn ihr auf Action steht, auf Platinum Games und ein wenig Rollenspiel,
dann schaut euch mal Astral Chain an. In diesem furiosen Sci-Fi-Spiel seid ihr ein Neuling an einer Polizeiakademie, die die Welt vor Aliens schützt. Diese sogenannten Chimären bedrohen die Welt und ihr seid die Einzigen, die diese bekämpfen können. Dafür habt ihr die namensgebende Astralkette, die Astral Chain, an der ihr euch Legions kettet. Das sind quasi auch Aliens, die dann aber euren Befehlen gehorchen und die für euch kämpfen. Ihr habt 5 unterschiedliche Varianten, die alle für entsprechende Situationen und für entsprechende Gegner taktisch sinnvoll eingesetzt werden müssen. Außerdem müssen diese teilweise auch für Umgebungsrätsel, aber auch für Crowd Control genutzt werden. So umkreist ihr zum Beispiel mit eurer Legion Gegnergruppen und kettet diese fest oder benutzt diese teilweise auch als berittenes Fortbewegungsmittel. Platinum Games hat sich hier wieder mal ein hochkomplexes, aber auch sehr, sehr spaßiges Kampfsystem ausgedacht, das jedem, der irgendwie Spaß an Actionspielen hat, ansprechen sollte und mit knapp 24,5 Stunden ein richtig geiles Spektakel bietet. Musik und Optik sind auch geil. Astral Chain. 25 bis 30 Stunden. Deus Ex Human Revolution. Der 3. Eintrag in diesem Kult-Franchise und vor allen Dingen, nachdem der 2. Teil so Anfang der 2000er ein wenig enttäuschte, schaffte es Human Revolution, die Fans dieses Franchise wieder zu begeistern. Nicht nur aufgrund einer spannenden Prämisse, bei der es quasi um den Konflikt zwischen augmentierten und nicht augmentierten Menschen geht, sondern auch aufgrund seines coolen, abwechslungsreichen und relativ frei wählbaren Gameplays. Wollt ihr tödlich oder nicht tödlich vorgehen? Fallt ihr mit der Tür ins Haus? Oder schleicht ihr euch lieber durch einen Lüftungsschacht in ein Gebäude? Oder nutzt ihr gar eure Dialogfähigkeiten, um voranzukommen? Typisch Deus Ex-mäßig entscheidet ihr, wie ihr das Spiel spielen wollt. Viele, viele unterschiedliche Fähigkeiten geben dabei viel Spielraum zum Experimentieren, auch wenn man zugeben muss, dass einige davon mehr als sinnlos sind, aber das ist egal. Denn Deus Ex Human Revolution sind 30,3 Stunden wohl investierte Videospielzeit, vor allen Dingen für Fans von dieser Art Rollenspiel. Und es ist so schön schwarz-gold. 30 bis 35 Stunden Hollow Knight. Eins der besten Metroidvania aller Zeiten. Und mit einer Spielzeit von knapp 35 Stunden auch eins der längsten. Und da muss man auch ehrlich sein, das ist für so eine Art Spiel auf jeden Fall ungewöhnlich. Aber ehrlich gesagt muss ich auch zugeben, es hat sich nie so lang angefühlt. Das Spiel hat irgendwie einen viel kurzweiligeren Charakter, ein gutes Pacing sozusagen. Vielleicht lasse ich mich da aber auch täuschen von den vielen, vielen unzähligen, schweren, anspruchsvollen Bossen, die wahrscheinlich denn doch mehr Zeit gekostet haben, als man denkt. Aber es macht trotzdem irgendwie Spaß. Es macht Spaß, diese Welt aufzusaugen, diese tolle, monochrome, melancholische Welt zu erkunden, tolle neue Fähigkeiten zu entdecken und sich immer tiefer und tiefer in diese toll geschriebene Insektenwelt zu begeben. Und ja, wie gesagt, ne, die Bosse, die haben Wumms. Das kann manchmal dauern, aber trotzdem macht es natürlich Spaß, sich mit ihnen zu messen. Und wenn man es dann auch noch schafft, sie zu besiegen, ist es dann natürlich auch noch umso befriedigender. Außerdem soll dieses Jahr ja auch noch der Nachfolger erscheinen. Daher kann es sicherlich nicht schaden, sich vorher nochmal Teil 1 anzuschauen. Wie gesagt, für mich eins der besten Metroidvania überhaupt. Ob ihr das Genre mögt, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Aber mit 35 Stunden seid ihr dabei. 35 bis 40 Stunden. Final Fantasy 7. Kommt, ey. Wenn ihr es noch nicht gezockt habt, dann wird es Zeit. Das ist für mich Videospiel-Grundwissen. Und wenn ihr schon knapp 40 Stunden in ein Spiel investieren wollt, so wie ich hier bei meinem letzten Run 39 Stunden, dann spielt doch mal diesen legendären JRPG-Klassiker von der PlayStation 1. Mittlerweile kann man das auch ganz wunderbar auf modernen Konsolen machen, sodass man hier auch ein wenig Zeit sparen kann durch kleine Annehmlichkeiten im Gameplay, wie zum Beispiel das Vorspulen, schnelleres Rennen oder Autoheilung in Kämpfen. Und wer noch ein paar Stunden einsparen will, kann sich natürlich auch das Remake geben. Dort erlebt ihr nur aber quasi ein Drittel der gesamten Story, bisher zumindest. Der Klassiker schlechthin und natürlich schon irgendwie ein Brocken, aber auch nicht so schlimm, wie man das vielleicht noch früher von vor 25 Jahren in Erinnerung hat. Also 80, 90 Stunden braucht man dann doch nicht, ne? Realistisch ist irgendwie sowas zwischen 35 und 40. 40 bis 50 Stunden Nier Automata. Eins meiner Lieblingsspiele überhaupt. Und ja, dieses Spiel muss man komplett durchspielen mit allen 5 Hauptenden. Und das dauert halt ein bisschen. Denn wie eine Zwiebel entfaltet sich der ganze Plot und die ganze Story und die ganze Perspektive dieses Spiels erst mit fortschreitenden Durchläufen des Spielerlebnisses. Andere Sichtweisen, andere Charaktere, aber stets das tolle, geniale Gameplay, die wunderschöne Optik und natürlich die grandiose Musik. Nier Automata ist
einfach ein Meisterwerk. Und wenn ihr schon über 40 Stunden Zeit habt für ein Spiel, warum dann nicht mal was richtig Fantastisches machen und dieses Spiel in seiner Gänze genießen, inklusive Platin-Trophäe, wie ich das hier gemacht habe in meinem knapp 42-stündigen Durchlauf. Alles andere zählt bei diesem Spiel sowieso nicht und dazu gehören nun mal die unterschiedlichen Enden. Also, spielt Nier Automata, eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. 50 bis 60 Stunden. Days Gone. Ein weiterer persönlicher Favorit von mir und ein richtig tolles Open-World-Spiel. Und das liegt vor allen Dingen an seiner, ja, sehr, sehr besonderen Stimmung. Irgendwie kann ich mich in kaum einen Videospielcharakter so hineinversetzen wie in Deacon St. John, wenn er mit seinem Motorrad durch ein postapokalyptisches Oregon fährt, Zombie-Horden ausweicht und Abenteuer erlebt, stets auf der Suche nach seiner totgeglaubten Frau. Und ja, man muss sagen, dieses Spiel hat nicht die besten Wertungen und es hatte am Anfang auch ein paar technische Probleme, aber mittlerweile funktioniert das Ganze wunderbar und jeder, der einmal dieses tolle Motorrad-Abenteuer erlebt hat, wird schnell selbst merken, dass dies ein völlig, völlig unterschätztes Videospiel ist mit einer ganz, ganz eigenen Seele, mit einem ganz, ganz eigenen Anstrich und ganz, ganz viel Herz trotz seiner rauen Schale. Ich komplettiere mittlerweile nur noch selten diese gigantischen Open-World-Spiele, aber bei Days Gone konnte ich einfach nicht anders. Ich wollte diese Welt aufsaugen, ich wollte mehr erleben und nach knapp 58 Stunden wurde ich dann auch mit einer Platinum-Trophäe belohnt. Days Gone ist einfach ein super geiles Open-World-Spiel und Mongrels for Life. 60 bis 80 Stunden. Xenogears. Okay, jetzt kommen die richtig, richtig dicken und anspruchsvollen Klopper. Und es könnte nicht dicker und anspruchsvoller werden als mit Xenogears auf der PlayStation 1. Irgendwo zwischen Neon Genesis Evangelion und Final Fantasy erlebt ihr hier ein ausuferndes Sci-Fi-Rollenspiel mit einem actionreichen Kampfsystem, sowohl zu Fuß als auch in riesigen Gears, also den namensgebenden Mechs, mit vielen tollen, interessanten Charakteren und einer jahrtausendumspannenden Geschichte über Philosophie, Religion, Vorherbestimmung, Rassismus, Selbsterkennung und vielen anderen Themen, die ich hier kaum in diesem kurzen Teil beschreiben und noch erfassen kann. Das muss man einfach mal erlebt haben, auch wenn man dafür einiges auf sich nehmen muss. So sind zum Beispiel gute Englischkenntnisse Voraussetzung, als auch eine NTSC-fähige PlayStation 1 oder halt auch 66 Stunden Zeit. Aber wenn ihr das halt macht, dann erlebt ihr einen absoluten JRPG-Klassiker, für den ich auch viele, viele Anläufe und Wochen gebraucht habe, um es endlich zu beenden, wo ich im Nachhinein aber dennoch stolz sagen muss, ja, das war es irgendwie wert. Das war irgendwie was ganz, ganz Spezielles, Einzigartiges. Und wenn ihr eh schon so viel Zeit zum Zocken habt, dann mal so ein Mammutding, oder? 80 bis 100 Stunden. The Witcher 3 Wild Hunt. Und natürlich müssen wir auch über eins der besten westlichen Rollenspiele aller Zeiten reden. Und klar, hier ist die Spielspanne natürlich sehr variantenreich. Theoretisch kann man das Spiel in 50 Stunden durchspielen, zumindest die Hauptstory. Aber ganz ehrlich, die Würze und der Reiz dieses Spiels liegen doch in den grandios geschriebenen Nebenquests. Und dafür braucht man halt Zeit. Bei mir waren es insgesamt nachher 94 Stunden, die ich als Hexer Geralt in dieser Fantasy-Welt verbracht habe. Und keine Sekunde fühlte sich jemals langgezogen oder langweilig an. Denn kaum ein Spiel dieser Größe vermag es so gut, die Quantität des Umfangs mit der Qualität des Inhalts gleichzusetzen. Alles wirkt wie aus einem Guss und einfach nur gut. Man möchte jede Ecke dieser Welt erleben. Man kann gar nicht genug bekommen von diesen fantastischen Szenerien, von diesen riesigen Städten und den toll geschriebenen Charakteren. The Witcher 3 ist ein All-Time-Classic im Rollenspiel-Genre, den jeder Gamer mal erlebt haben sollte, auch wenn man dafür einiges an Zeit benötigt. Es lohnt sich aber. 100 bis 120 Stunden Persona 5 Royal. Ihr wollt noch mehr und noch mehr Rollenspiel? Jo, dann habe ich hier Persona 5 für euch. In dem fünften Hauptteil dieses legendären Atlas-Rollenspiel-Franchise erlebt ihr als Joker nicht nur das Leben an einer Highschool, sondern müsst bei Nacht quasi auch noch als Teil der Phantomdiebe per App in das Unterbewusstsein vieler unterschiedlicher Menschen reisen, um deren Herz zu befreien. Das klingt nicht nur kurios, sondern ist meistens auch extrem geil umgesetzt. Denn diese Reisen, die dann sozusagen die klassischen Dungeons in einem Rollenspiel darstellen, sind meistens sehr, sehr kreativ aufgebaut
aufgebaut und bieten mehr als einfach nur von Punkt A nach Punkt B zu kommen und auf dem Weg alles niederzukloppen. Apropos Niederkloppen, auch das Kampfsystem ist total geil, weil es hier nicht nur einfach auf das Auswählen der stärksten Fähigkeit dran ankommt, sondern der richtigen Fähigkeiten. Jedes Monster hat Schwächen, die gezielt bearbeitet werden müssen, um effektiv zu kämpfen. Das macht einfach extrem viel Spaß und gepaart mit dieser Sozialkomponente, bei der ihr halt noch ein komplettes Schülerleben sozusagen miterleben müsst, inklusive Aufleveln eurer Lernfähigkeiten, Stärken eurer Freundschaften und naja auch dem Schreiben von Tests, ergibt sich hieraus ein richtig fantastisches Rollenspielabenteuer. Auch das Ende brillant geschrieben und für mich ein absoluter Rollenspielklassiker, für den ich gut 113 Stunden benötigte, dafür dann aber auch mit einer Platin-Trophäe belohnt wurde. Persona 5 Royal, das JRPG-Mammutwerk von Atlus und Sega. 120 Stunden plus Dragon Age Inquisition. Okay, eins geht noch und ich war doch sehr überrascht, dass ich so viele Stunden in dieses BioWare-Rollenspiel gesteckt habe. In gut 147 Stunden bereiste ich hier die Welt von Tedas und versuchte als Inquisitorin nicht nur Dämonenrisse zu schließen, die diese Welt überfallen hatten, sondern auch wieder ein Gleichgewicht zwischen Magier und Kirche herzustellen. Auf dieser Reise begleiteten mich nicht nur viele coole und teilweise bekannte Charaktere, sondern es gab auch immer wieder diese legendären BioWare-Questreihen, die sich dann immer so 2-3 Stunden thematisch abgrenzen und wundervolle eigene Geschichten erzählen. Ich erinnere mich hier an eine kleine Zeitreisegeschichte auf einem Opernball, die war einfach nur richtig geil inszeniert. Ansonsten bekommt ihr hier natürlich auch ein schnelles, dynamisches Kampfsystem, was sich sehr actionreich spielt und eine riesige, riesige Open World mit vielen Drachen und Sammelquests und sonstigen Pipapo, sodass ihr euch hier buchstäblich hunderte von Stunden aufhalten könnt. Und obwohl das Spiel bei den Fans jetzt nicht so den Ruf genießt wie der erste Teil, und das obwohl es eigentlich 2014 mit einem Game Award ausgezeichnet wurde, muss ich wohl schlussendlich zugeben, wenn ich schon so viel Zeit in ein Spiel gesteckt habe, dass ich es ziemlich genossen habe. Und das habe ich auch. Dragon Age Inquisition. Tschüss.